Hallo. Ganz ehrlich, sowas wollt ihr doch schon auch immer mal haben, oder? Das, was mir dazu anfällt, für die Rettung dieser Welt, Friedenspanzer. Also, bei mir fangen gerade die Ferien an und ich dachte mir so, hey, du könntest ja mal irgendein geiles Projekt machen oder so. Und das natürlich auch filmisch dokumentieren. Und da dachte ich mir, hey, du wolltest auch schon immer mal eine richtig geile Spielplatte haben. Also bin ich in den Baumarkt gegangen, habe mich ein bisschen ausgetobt und hab's vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Jedenfalls zeige ich euch heute, wie ihr eine richtig geile Spielplatte bauen könnt. Das Coole an dieser Platte wird sein, dass sie so ein Straßenthema haben wird. Also es wird wirklich eine direkte Konkurrenz zu den Dingern von Citadel sein. Die haben ja auch solche aus Plastik für 300 € oder sowas. Sechs von diesen modularen Dingern, die man sich so zusammenschieben kann und so weiter. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das Ding ist, der ganze Kram hier ist natürlich ein bisschen mehr Arbeit, sieht aber am Ende, glaube ich, schöner aus, hat mehr Individualität und vor allem kostet er nur einen Bruchteil davon. Also ich glaube, für alles, was ich im Baumarkt hier gekauft habe, was ihr auf dem Tisch seht, und ich werde gleich nochmal drauf eingehen, was das genau ist, habe ich, 60 € oder so bezahlt. Und das ist, finde ich, echt ein solider Preis im Vergleich zu mehreren hundert. Zunächst einmal diese Platten. Ich habe drei Platten aus MDF. Die sind jeweils 122 mal 61 cm. Die schlauen Füchse unter euch haben es schon erraten. Drei von denen zusammengelegt ergeben ein perfektes Warhammer 40.000 Spielfeld. Nur halt eben in Zentimeter gerechnet und nicht in Zoll. So. Das ist das Erste. Ihr könnt das ruhig ein bisschen dicker machen. Ich werde die Dinger nicht irgendwie mit Scharnieren oder Magneten oder so zusammenschrauben, sondern ich will echt, dass die Platten einfach mit ihrem Grundgewicht ausreichen, um rumzuliegen. Jo. Dann braucht ihr Holzleisten, die natürlich die ganze Länge abdecken. Also rechnet einfach selbst mit den Maßen, die ihr für eure Platte benutzt und schaut dann, wie viel ihr bekommt. Die dürfen ruhig ein bisschen dicker sein. Ich will nämlich, dass man das Ding am Ende, dass man drei Teile hat, die man modular quasi stapeln kann und die dementsprechend nur Platz für eine Platte wegnehmen, sodass man sie bequem zum Beispiel unter einem Couchtisch stapeln kann. So, das braucht ihr einerseits. Und dann kommen jetzt die ganzen schönen Geschichten. Braucht ein bisschen Holzlamm, den habt ihr wahrscheinlich sogar schon zu Hause, wenn ihr ein bisschen bastelt. Schraubenzieher, ganz logisch. Pinsel, Holzschrauben, ganz wichtig, um die ganzen Sachen miteinander zu verschrauben. Ihr braucht bei Bedarf, aber das ist eher optional, wenn ihr noch wollt, dass die Leisten ein bisschen edler aussehen, kann ich euch nur eine Holzlaser empfehlen. Ich habe hier so ein Ebenholz. Ihr braucht leere Joghurtbecher oder irgendwas, womit ihr die Farben mixen könnt. Die Farben. Ihr braucht viel Braun, wenn ihr, also nur wenn ihr die Platte so machen wollt wie ich. Das ist natürlich, wie ihr sie gestaltet, optional. Grau und Schwarz und noch ein helleres, karamelligeres Braun. Aber wofür die alle sind, zeige ich euch später. Ihr braucht grundsätzlich eine Küchenrolle. Es kann immer passieren, dass irgendwas daneben geht und es am Ende, naja, unschön wird. Das wollen wir vermeiden. Und natürlich braucht ihr Pinsel. Ich habe jetzt nur einen demonstrativ hingelegt. Ich habe natürlich noch mehr. Etwas zum Messen und Kork. Ganz viel Kork. Daraus werde ich nämlich die Straßen bauen. Und da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Jo, und jetzt, wo ich euch gezeigt habe, was ihr alles so benötigt, um das Ding zu bauen, würde ich sagen, fange ich gleich doch mal an. Hier sind noch einige Sachen, die ich hinzufügen wollte, die ich vorhin leider vergessen habe. Hier sind die Pinsel. Ihr braucht eine Präzisionsklinge und ein Cuttermesser. Und das ist jetzt allerdings ein eher optionaler Schritt. Ihr braucht, also beziehungsweise ihr könnt, wenn ihr wollt, zur Ausgestaltung noch ein paar Bits nehmen. Ich finde hier dieses Sector Imperials Set ganz praktisch. Außerdem hast du noch vergessen, eine Säge, eine Führungsschiene und Sand aufzuzählen. Dann habt ihr alles, was ihr braucht. Sand. Und dann schadet natürlich nie ein bisschen gute Musik, um die Laune etwas zu erhalten. Um auszumessen, wie groß und wie breit und so weiter meine Straßen werden sollen, werde ich mir einfach ein Fahrzeug nehmen und es an die Seite stellen. So. Das heißt, da könnte theoretisch eins fahren. Ich finde aber, eine Straße muss auf beiden Ebenen verlaufen. Also stelle ich noch ein Fahrzeug dahin. So, jetzt ist meine Straße schon ein bisschen breiter. Ich mache sie allerdings noch ein Stückchen länger. Einfach damit, weil ich glaube, wenn da überhaupt kein Abstand zwischen den beiden ist, dann kratzen die aneinander an den Seiten und das wäre ein bisschen, naja,
Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, ich will sie schön breit haben, damit da auch wirklich realistisch ein paar Truppen drauf laufen können. So, jetzt nehme ich mir mein Maßband und schaue. Na, so 16 Zentimeter, 17. Nur sagen wir mal einfach 18. 18 Zentimeter breit wird meine Straße. Das markiere ich mir entsprechend ein. Und wenn ich das einmarkiert habe, dann werde ich erstmal mit meinem Cuttermesser die Straße abschneiden. Also ein paar Segmente machen. Und ja, dabei werde ich so vorgehen, die Straßen sollen einmal über das komplette Ding verlaufen. Also werde ich ein hier und da zwei Streifen nämlich komplett über alle Platten drüber gehen und werde auch hier und da Verbindungen zwischen den beiden oder auch Verbindungen nach außerhalb schaffen, damit das Ganze ein bisschen mehr, naja, belebter sieht. Andererseits, man könnte natürlich auch zwei große Autobahnen machen, aber ich glaube im 41. Jahrtausend, naja. Sieht, glaube ich, so ein bisschen abwechslungsreicher und schöner aus. Ja. Jedenfalls, von den Maßen würde ich so machen, dass ich schaue, dass ich mit meinem individuellen Maß gleich viel Abstand von den beiden Seiten aus habe. Also, na, war jetzt ein bisschen unvorteilhaft gedacht. Na, dass ich links und rechts denselben Abstand habe und dass ich dazwischen denselben Abstand habe, damit es schön synchron ist. Ich werde jetzt noch schnell zeigen, wie ihr dem Ganzen noch ein bisschen Pep verleihen könnt. Mit diesem schönen Sector Imperials Kit, habe sogar schon ein paar Sachen rausgetrennt, könnt ihr jetzt zum Beispiel hier solche schönen Gullideckel irgendwo hinkleben. Ich werde das jetzt einfach mal demonstrativ hier machen. Mit Sekundenkleber am besten, geht einfach schnell, schmerzfrei. Jo. Das ist natürlich nur ein optionaler Schritt, aber es gibt dem Ganzen doch deutlich mehr Details und ja. Genau, ansonsten, was ihr auch machen könnt, wenn ihr so eine schöne Präzisionsklinge habt, könnt ihr einfach mal hier und da an den Seiten ein bisschen was, so leichte Ecken wegschneiden. Das gibt der ganzen Straße so einen kleinen Verwitterungseffekt. Ist zwar eher subtil, fällt aber schon ein bisschen auf, wenn man es groß macht. Das müsst ihr allerdings nach Belieben bei euch machen. Mit Leitungswasser und schwarzer Abtönfarbe werde ich jetzt das ganze Ding grundieren. Die Farbe vorher gut durchschütteln. Wenn ihr an die ganzen Plastikteile kommt, seid am besten einfach ein bisschen vorsichtiger, aber im Endeffekt einfach alles einmal schön grundieren. Es ist wichtig, dass die Farbe dabei auch in die Vertiefungen von dem Kork läuft, deswegen auch ein bisschen das mit dem Wasser verdünnen. Mit Sand und Holzleim werde ich jetzt die gesamte Grundstruktur des Bodens von allem Nicht-Straßenhaften machen. Dabei gehe ich echt einfach ganz grob so vor, dass ich das Ganze hier so ein bisschen verleime. Jetzt streue ich da ordentlich Sand drüber. Nachdem ich jetzt den überschüssigen Sand draußen abgeklopft habe, werde ich noch die gesamte Platte, also nein, die Teile, wo der Sand war, also die Teile, die später die Erde darstellen werden, die werde ich jetzt komplett einmal braun anpinseln. Ich empfehle, in die Mischung ein bisschen Holzleim und Wasser reinzutun. Holzleim ging jetzt bei mir dummerweise nicht mehr, einfach weil mein gesamter Holzleim wirklich für den Sand hier für die drei Platten draufgegangen ist. Also echt. Kein Scheiß. Ich habe auch wirklich am Ende noch rauskratzen müssen, dass ich da wirklich mit einem fertig geworden bin. Aber ich empfehle euch grundsätzlich, wenn ihr die Gelegenheit habt, nehmt Holzleim zur Fixierung des Ganzen. Es ist einfach doch qualitativ besser. Danach werde ich nochmal die Straßen hier schwarz wieder einfärben. Einfach weil ja doch hier und da mal übermalt wird und der Sand teilweise in das Schwarz reingegangen ist. Mit einem helleren Grau werde ich jetzt, ja, die gesamten Straßenteile trocken bürsten.
Das war jetzt ein bisschen viel. Liegt auch daran, dass die Flasche jetzt noch neu aufgebrochen ist und ich die vorher noch nicht benutzt habe. Aber ihr könnt das ja dosieren. Ja. Es macht natürlich theoretisch Sinn, wenn man vorher einige Schritte mit kälteren Grautönen macht. Also dunkleren meine ich damit, aber ich will ehrlich gesagt relativ bald mit dem Ding hier fertig werden und es ist ja auch nur eine Spielplatte und keine Base oder so. So, jetzt könnt ihr das ganze Ding wirklich mit ordentlich Druck trocken bürsten. Aber trotzdem so, dass möglichst wenig Farbe auf dem Pinsel ist. Also wirklich lieber ein paar Mal mehr bürsten, als unschöne Ergebnisse zu haben. Die ganze Struktur von dem Kork wird jetzt richtig schon hervorgehoben und deswegen habe ich den ja auch gewählt. Das wird ein bisschen dauern, weil es halt wirklich, weil man wirklich viel Farbe abrubbeln muss und dann dementsprechend viele Durchgänge hat. Aber es wird sich am Ende rentieren. Mit einem karamelligen Braun werde ich jetzt die ganzen Erdteile trocken bürsten. Da wiederum wirklich sorgen, dass wenig Farbe auf dem Pinsel ist, dass der Kontrast nicht zu hart ist. Ich muss auch sagen, das Braun, das ich gekauft habe, ist auch ein bisschen hell offen gestanden. Dementsprechend geht das auch total klar, wenn ihr mit dem Grau, was ihr eh gekauft habt, einfach das Braun. Ich zeige da hin und ihr könnt es eh nicht sehen, aber egal. Wenn ihr damit einfach das Braun bisschen aufhält. Ich nehme alles zurück, es sieht wunderschön aus. Gebt euch das mal. Also, das war eine Tür. Also, och, ich war erst ein bisschen skeptisch, ob das nicht zu hart wird, aber ja, wenn man wirklich das meiste von der Farbe abstreift, sieht das, finde ich, doch ziemlich geil aus. Ja, ihr könnt übrigens auch, ich bin sogar am Überlegen, ob ich das selbst mache, weil ich an einigen Stellen ein bisschen hässlich übermalt habe. Ihr könnt auch, wenn ihr dazu Lust habt, das Ganze hier ein bisschen mit elektrostatischem Gras auflockern. Bei Bedarf. Also, da müsst ihr einfach schauen, was ihr macht. Ansonsten werde ich euch gleich noch kurz zeigen, wie ihr die ganzen Bits hier grob, schnell und trotzdem schön und effektiv bemalen könnt. Und danach könnt ihr theoretisch aufhören. Aber damit das Ganze ein bisschen länger hält und auch einfach ein bisschen edler aussieht, ein bisschen solider, werde ich dem Ganzen halt noch die angekündigten Leisten geben. Ich werde bei den gesamten Gebäudestücken oder was auch immer das sein soll, teilweise ziemlich identisch vorgehen. Ich werde mit meinen gewöhnlichen Acrylfarben, mit denen ich auch die Miniaturen bemale zum Beispiel, werde ich jetzt einfach die Teile erstmal anmalen und da ihnen eine Grundfarbe verleihen. Danach werde ich sie mit Strong Tone von Army Painter waschen und dann werde ich sie erst mit einem Metallton ich werde jetzt diese Dry-Farbe von GW extra dafür benutzen, trockenbürsten, ja. Und wenn ihr noch einen besonderen Verwitterungseffekt haben wollt, könnt ihr sie auch nochmal mit der Farbe trockenbürsten, mit der ihr auch die gesamten Braunflächen trockengebürstet habt. Ich muss dann noch spontan entscheiden, ob ich das mache. Wenn ihr jetzt mit all den ganzen Schritten fertig seid, könnt ihr euch eure Markierungen machen, wo genau ihr die Leisten wie anbringen wollt. Dafür nehmt ihr euch einfach so einen schönen Kugelschreiber, macht eine Markierung dahin, wo die Schnittkante sein soll, nehmt euch eine Säge, macht die Winkel rein und so weiter. Wenn ihr eine Führungsschiene habt, unbedingt benutzen. Danach klebt ihr die ganzen Stücke zusammen und dann ist eure Platte auch schon fertig. Abschließend lässt sich von dem ganzen Ding hier sagen, dass es wirklich bockviel Arbeit war. Wobei ich fairerweise zugestehen muss, dass ich mir auch einige Arbeit selbst gemacht habe, weil ich habe Schrauben benutzt, die zu dick für das Brett waren. Dementsprechend, dadurch sind auch diese kleinen Hügel hier entstanden. Dementsprechend passt da echt auf, dass ihr bei den Größen nicht schlampt und wirklich ordentlich und sauber arbeitet. Aber davon abgesehen hat mich das Ganze schon ein paar Bastelmittage gekostet. Aber ich persönlich finde, das war es absolut wert.
Mir persönlich gefällt die Platte nämlich besser als das Original von GW aus Plastik. Und dabei ist sie nur ein Sechstel ungefähr, je nachdem wie viel Werkzeug ihr schon da habt. Maximal. Selbst sagen wir, ihr müsst euch noch alle Acrylfarben, die ihr heute gebraucht habt, und eine Säge und eine Führungsschiene und ein Lineal und so weiter kaufen. Ihr werdet niemals über 80 Euro kommen. Wenn ihr so ein bisschen was schon zu Hause habt, seid ihr mit 55 oder so, schätze ich, ganz gut dabei. Ich muss gestehen, ich bin mega begeistert, dass das alles so gut funktioniert hat. Ich möchte mich nochmal natürlich beim Tabletop-Workshop bedanken, weil ich mich offen gestanden bei dem Straßen-Tutorial vom Dennis damals, als er noch beim Tabletop-Workshop war, sehr stark habe inspirieren lassen. Was gibt's sonst noch zu sagen? Es hat mega viel Spaß gemacht. Es ist halt, ihr müsst halt sehen, der Vorteil davon, dass diese Platten hier aufeinander stapelbar und vor allem teilbar sind, ist halt einfach elementar. Ansonsten wüsste ich nicht, wo ich so einen riesen Brocken lagern sollte. Und meine Empfehlung sind also diese Stützen, diese Böcke, auf denen das ganze Ding ist. Wenn ihr keinen so großen Tisch habt, und die wenigsten haben einen so fetten Tisch, würde ich einfach mal behaupten. Wenn ihr so einen Tisch habt, ist schön, ansonsten holt euch einfach Böcke, 6 Stück. Ja, hat vielleicht auch noch der ein oder andere zu Hause von der letzten, naja, Bauarbeit halt. Ja, ich finde das Ganze mega geil. Ich finde auch, ich habe das Ganze ganz mit diesen beiden Armeen, mit den Orks und mit der Death Guard ganz schön dekoriert. Wenn ihr euch anschauen wollt, wie ich eine Death Guard bemale, habe ich da eine komplette Playlist für. Wenn ihr euch anschauen wollt, wie ich die Orks bemalt habe, habe ich da natürlich auch eine Playlist für. So, jedenfalls, ich würde sagen, das war ein aufwendigeres Projekt. Es hat auch sehr lange gedauert, das Ganze zu filmen, dokumentieren und so weiter. Und es wird wahrscheinlich auch sehr lange dauern, das Ganze zu schneiden. Lieber Friedenspanzer der Zukunft, ich habe jetzt schon Mitleid mit dir. Aber es war ein saugeiles Projekt. Meine Freunde werden mega glücklich sein. Ich bin mega glücklich. Es sieht einfach geil aus. Es hat was Individuelles, es hat Charakter. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich werde das Ganze natürlich noch mit mehr Gelände ausschmücken. Da kommt auch einiges an Videos in Zukunft. Einfach geil. Also, nee, ich finde auch vor allem wie diese kleinen Bits sich hier reinfügen. Ach, es ist alles, ich kann stundenlang darüber philosophieren, wie gut mir das alles hier gefällt. Jedenfalls, macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video, konntet euch ein paar Inspirationen für eure eigenen Projekte holen. Ich würde sagen, macht's gut. Ciao.